noch einmal ausführlich darauf zurückkommen. Am Ende des Saals können Sie bereits zwei Köpfe von Baroquier sehen, die die Überleitung zu einem Saal bilden, in dem wir Künstler der 30er Jahre... Heder, du Schlampe! Diese Künstler standen bereits unter dem Einfluss des nahenden Krieges, des Zweiten Weltkrieges natürlich. Daniel, bitte! An der hinteren Wand können Sie das wunderbare Bild Der gefallene Engel von Odilon Redon sehen. Das hier ist der Kopf von Henri de Vauquier, der Kopf des Kriegers, den ich eben schon erwähnt habe. Und daneben sein Pendant. Und dann in der Mitte dieses Bild von Louis Biotet, das seine Frau darstellt. Jetzt betreten wir den Saal Batas, wo wir mehrere Skulpturen dieses litauischen Künstlers sehen, der 1926 nach Frankreich kam. Kennst du die Geschichte vom Engel des Vergessens? Nein. Wenn ein Baby geboren wird, kennt es die gesamte Geschichte der Menschheit, von der grauen Vorzeit an. Es ist der Hüter der Erinnerung der Menschheit. Es weiß alles. Alles. Es kennt alles. Von der Entdeckung des Feuers bis zu den Leitprodukten. Den Invasionen, den Kriegen, der Poesie, den Leiden, dem Hunger, der Liebe, ich habe Lust, dich zu küssen, den Erfindungen, was? Alles, was den... Wie bitte? Was haben Sie da gesagt? Dem Hunger. Ich wollte sagen, alles, was den Menschen ausmacht. Nein, 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 vorher. Was haben Sie da gesagt? Ich erinnere mich nicht mehr. Oh, verzeihen Sie, ich dachte, ich habe mich getäuscht. Ist nicht weiter schlimm. Also, das Baby weiß alles, ich habe große Lust, dich zu küssen. Aber und da dann... haben Sie es nochmal gesagt, dass Sie Lust... Ich Lust habe, dich zu küssen, ja. Sogar große Lust. Und, der Engel? Der Engel? Die Geschichte. Ja. Also das Baby weiß alles. Und wenn es dann zum Sprechen ansetzt, kommt der Engel des Vergessens. Er berührt mit dem Zeigefinger den Mund des Neugeborenen und sagt, shh. Und das Baby vergisst alles. Es muss alles neu lernen. Das war's. Aber der Beweis, dass es wahr ist, der Beweis, ist diese winzige Spur da, die vom Finger des Engels herrührt.